Hallo und herzlich willkommen bei 2 Nerds und 1000 Games. Hier die versprochene Fortsetzung. Ich und die Kari heute zusammen gegen andere. Hallo Kari. Hallöchen. So, ihr hört's, die Stimmen sind immer noch ein bisschen angekratzt, aber sie werden besser. Dementsprechend, der Zartuner hat da so ein paar Quests und die möchte er gerne loswerden. Helfen wir ihm mal dabei, so, oder? Wir haben hier eine Quest, liebe Zuschauer. Das ist nochmals Spiele mit Decks mit allen Standardkarten, auch denen, die man noch nicht in der Sammlung befindet. Man darf eine Zahl von Spielen spielen, das darf jeder von euch. Hier seht ihr das, das geht nur bis zum 5. Oktober. Ich darf noch 6 Spiele spielen, hier habe ich mal die neuen Decks getestet. Ich wähle jetzt auch wieder eins durch. Ihr seht, hier könnte man noch die normalen noch spielen, die alten. Man darf jede Karte spielen in diesem Format. Ich nutze jetzt einfach mal dort die himmlische Armee. Das hat mir jetzt also übrigens, du darfst die alten dann nicht nutzen. Du darfst dir aber ein neues Deck bauen mit jeder verfügbaren Karte. Ah. Also auch die, die du nicht besitzt. Sehr gut, um sie zu testen. Ja gut, ich werde jetzt hier die himmlische Armee euch spielen. Wir haben die anderen einfarbigen alle gezeigt. Die Armee ist im Spiel. Oh, guck mal den Kuchen an, den die Elfe da in den Backofen führt. Yum, yum, yum. Mmh, lecker Händen. Fingernägel. Ja, wir müssen jetzt erstmal warten. Wir warten jetzt mal gerade ganz schön lange. Das ist selten, liebe Zuschauer. Das ist aber auch dieses Format, das spielen halt sehr wenige gerade. Ich wollte es euch einfach mal zeigen. Wenn es nicht klappt, gehen wir natürlich ins normale Format über, würde ich sagen. Ich breche mal ab. Ein einziges Mal. Es gibt auch halt auch keinerlei Belohnung in diesem Ding. Man kann halt bis zu 12 Spiele spielen und dann die neuen Decks ausprobieren und ja, ne, das war's aber auch. Mr. Hopeful Guy. Ah, der hoffnungsvolle Kerl. Okay. Wow. Das sind 4 Mana. Grundmagie. Das ist doch gut. Das nutzen wir mal. Und du hast natürlich direkt eine Katze. Ja, und der ist sogar schön. Miau. So. Gegner hat sein Mulligan noch nicht gewählt. Wenn der verzauberte Streuner ins Spiel kommt, lege eine 1/1 Marke auf eine jede andere Kreatur namens verzaubernder Streuner, die du kontrollierst. Ja. Das bedeutet, man sollte die 4-mal reintun, dann würde man sich damit sehr gut buffen. Genau. Da kann das Vieh halt bis zu einem 5-5er werden. Und weiß Lebenswiedergabe. Na gut. Der Streuner-Kit. Ihr seht, wir haben einen Mana gezogen und der hat ein grün-weißes Kombideck. Ihr seht ja, wir wissen, haben nur ein einfaches Deck. Der hat Doppelschlag. Der wäre tot, wenn ich angreife. Machen wir natürlich nicht. Ja, das wäre doof. Mit ihm können wir angreifen, um ihn hier zu töten. Jetzt kriegt er auch noch seinen verfolgten Zeugen. Aus dem alten Deck noch draußen, wie ihr seht. Alte Edition, die jetzt schon rausgenommen worden ist. Ne, ist sie nicht rausgenommen. Entschuldigt meine Unwissenheit heute. Er greift aber nur mit dem Flieger an. Er hat wohl Angst, dass du ihm was tötest. Wegen dem Doppelschlag würde ich auch nicht angreifen. Ja, den Engel würde ich sagen. Damit kannst du ihm den Flieger aufhalten. Der Engel der Lebenskraft. Ich krieg immer einen Lebenspunkt. Ich krieg halt immer einen Lebenspunkt plus 1. Und wenn ich mehr als 25 Lebenspunkte habe, hat der Engel plus 2. Ist doch recht praktisch, oder? Der Spitzenfechter greift an. Ist nicht mit dem Blocken, das kann ich mir nicht vorstellen. Er blockt doch. Warum blockt der? Ja, das ist schon natürlich schon ein guter Ritter, ne? Ritter des Konklaves. Ich würde nicht angreifen. Er hat keinen Mana. Er kann nichts mehr zaubern. Aber er kriegt ein Lebenswiedergabe 1-1 wieder. Ja, aber das ist mir egal in dem Punkt. Ich will ihn ja weg.
Doch nicht? Nein, okay. Nein, das sparen wir uns auf, liebe Zuschauer, für den passenden Moment, wo es ihn sehr schockt. Und da kommt ein Friedensstifter-Zentaur rein. Gibt beiden Lebenspunkte wieder. Wir kriegen jetzt 4 Schaden. Kein Angriff. Okay. Wenn er jetzt angreift, seinem Ritter des Konklaves töten wir ihn. Tut er. Um den anderen Zauber nutzen zu können, musst du erstmal Blocken einstellen. Bestätigen und jetzt kannst du es nutzen. Die Killerkatze! Miau! Sehr niedlich, ganz ehrlich. Wir warten jetzt wieder ab. Die Paraisdruidin ist halt jetzt so ein Mana-Wiedergeber. Zusätzlich Mana. Tja, mit was greift er an? Mit dem Dicken, okay. Und mit den beiden Kleinen. Er macht 4 Schaden, ich krieg 4 wieder. Also, nix. Welchen Zauber hast du da eigentlich noch auf der Hand? Dass ich 3 Geister kriege. Ah. Wann kannst du ihn wirken? Wenn er Angriff wirken. Der wirkt nur, kann, wird nur gewirkt, wenn er angreift. Falls sich eine Kreatur an. Sehr gut. Ja, und jetzt hatte ich das Glück leider verlassen. Kein Angriff. Blocken. Und er greift nicht an, weil er Angst hat. Habt ihr gesehen? Ah, wer ist das denn? Er bringt uns, wenn ich kleine reinbringe, unter 2. Kriege ich Lebenspunkte dazu und eben wenn ich einen mit Stärke 1 oder 2 bringe, einen Lebenspunkt und ich darf eine Karte ziehen. Tja, den hättest du am Anfang gebraucht, ne? Wir greifen natürlich nicht an. Wir tun so, als hätten wir noch was auf der Hand. Er traut sich dann wieder nicht den Angriff. Finde ich schön geändert, wie du siehst hier oben. Einen auf der Hand, 4 auf dem Friedhof. Man kriegt genau... Mhm. Und wie viele Maxi? Man kann es jetzt genau anzeigen und auf ihn drauf. Tja, und wir warten. Okay. Er hat einen Verstärkt-Zauber gezogen. Das bedeutet... Ist mir egal in dem Punkt. Ich würde sagen, versuche ihn den Flieger mit dem Geist zu töten, nicht unbedingt mit dem Engel. Ja, wir versuchen es einfach mal. Er wird jetzt den Flieger stärken. Er hat einen Verstärkzauber gezogen, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Oder er blufft genauso wie du und wollte dir eigentlich den Engel töten. Verstärkzauber. Er wollte den Engel töten. Das nennt man ein misslungenes Zielglück, was wir gerade haben. Land. Und der Gegner hat inzwischen 32 Trefferpunkte. Eine Katze! Da sehen wir die Fähigkeiten in Aktion. Sehr gut. Das wird ja immer besser. So muss das laufen. Übrigens, dein Engel wurde jetzt gebufft. Hm? Und jetzt mach ihm die Hölle heiß.
Ihr wundert euch bestimmt, warum ich das Mana auf der Hand behalte. Ich sag, 8 Mana draußen ist gut genug. Und eine Karte. Ihr habt gesehen, damit hat er 2 Runden Angst gehabt anzugreifen. Tja, was macht er? Er holt sich den Engel. Er holt sich den Engel. Die Karte hasse ich so sehr. Jetzt kann er mit dem immer sich einen Lebenspunkt holen. War klar. Wir greifen mit ihm hier an. Okay, töten ihn beides. Jetzt hat er 2 Einheiten verloren, um dir einen zu töten. Das war äußerst dumm. Ja, es hat jetzt nicht so viel gebracht, ne? Aber ist trotzdem schön für die Zuschauer zu sehen, oder? Hier, also bunter Disziplin. Das Schöne, es ging so in Deck wie er, das wird hier drum gehen, wer wird zuerst den Stapel leer haben, glaube ich. Wie viel hast du denn noch? Pazifismus! Nicht auf der Flieger, ich bin enttäuscht. Nein. Okay, er hat 23, du hast 39. Er holt sich einen Spitzel. Eine Karte noch auf der Hand. Das wird ein Zauber sein. Weil der ist, der spielt alles Land sofort runter, mein derzeitiger Gegner. Mhm. Aber er tut's nicht. Eine Katze mit Flügeln. Ernsthaft. Eine Engelkatze ist da. Miau. Ja, miau. Warum nur habe ich gerade dieses Bild vor Augen, wie diese Katze jetzt hinter dem Falken herfliegt? Ich krieg dich! Ich krieg dich! Das ist eine Engelkatze. Tweety. Ja. Da kommt der nächste Engel. Inzwischen übrigens 48 Trefferpunkte. Jetzt überlegt er. Er will dir was töten. Okay. Das war jetzt äußerst verlustreich für ihn. Er hat nur eine Einheit, mit der er nichts machen kann und einen als Einser. Ja, jetzt hat er wieder einen Ritter. Na, der Ritter der Konklave, wenn er stirbt, kriegt er wieder 2 weitere Ritter, ne? Also es ist eigentlich so eine Karte, du tötest sie. Ich sehe das so als Karte, du schlägst ihn in 2 und tust 2 kleinere. Das teilt dann direkt die Stärke. Die haben sich vorher eine Rüstung geteilt, meinst du? Ja. Na komm, spiel das Land. Nein, nein, nein. Ich möchte ihn damit immer noch ärgern. Greif nur mit den Fliegern an. Sonst wäre das ja wieder... Gesund ist er dann tot, wenn er jetzt nichts bringt. Weiß er auch. Nichts in der Luft gezogen. Er sagt, gutes Spiel. Gutes Spiel. Ich sage, gutes Spiel wie er. Er greift noch einmal an. Inspirierende wird getötet. Morgenrot-Engel. Hier der nächste. Mit 67 Trefferpunkten. Zu 0. Nicht schlecht. Ein sehr schönes Deck, wie ihr seht. Unten laufen natürlich die Quests, die ich gemacht habe. Jetzt hier diese Standard-Deck-Erprobung. Wir zeigen es euch einmal auf der Stadt. Ihr seht, eine habe ich fertig. Jetzt muss ich noch 30 Kreaturen wirken.
15 Länder am heutigen Tag. Ich kann heute noch mir die Belohnung für die Woche holen weiter. Das kann man ja immer über die Woche bis zum Sonntag. Hier seht ihr die Belohnungen, die ganz normalen am Tag. Man kriegt auch 15. Die ersten 4 Mal sind 100 Gold. Dann kommt eine Karte, dann wird es auf 50 senken. Ich mache immer 4 Spiele, versuche ich immer, weil mit. Das bedeutet dann, dann kann ich mir alle 3 Tage ein neues Deck holen hier oben. So. Demonstriere ich euch einmal. Ich gehe jetzt ins. Auf Boosterpackungen. Für die 1000, die ich verdient habe, die 2000, hole ich mir 2 Boosterpackungen des neuesten Decks. Na, was haben wir denn? Okay, schon mal 2 Wildcards. Noch ein Wildcard und was gibt's? Eine Seeschlange, schön. Und ein Lebkuchenhaus. Cool. So, und ihr seht, wir haben jetzt eine schöne Runde gemacht. Nochmal das weiße Deck, Kari, oder eine andere Farbe? Nimm mal eine andere Farbe. Nimm mal eins der gemischten, würde ich sagen. Es gibt nämlich auch 5 gemischte Decks, die man jetzt dazu bekommen hat. Da müssen wir jetzt immer noch gucken, welche willst du denn nehmen? Zuletzt hast du den Schwarm genommen, okay. Ja, was möchtest du haben? Welche Farbkombination? Sag du's. Mach mal blau-rot. Blau-Rot, ich vermute, das wird ein Luftdeck sein. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ein Zauberdeck, behaupte ich mal. Und Luft und Zauber? Was wird das Rote sein? Mal gucken. Vernichtungszauber. Der ist übel, den hasse ich wie die Pest. Du hast aber kein blaues Mana auf der Hand. Ja, aber wir haben jetzt erstmal den Anfang mit Rot, kriegen wir hin. Krux der doppelfarbigen Decks, ne? Aber warum hast du ihn? Er ist doch eigentlich nur. Liest er durch, was er kann? Oh, 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 der ist gut. Ja, genau deshalb. Jetzt verstehst du, warum ich ihn hasse. Oh, und das ist dieses Kultdeck. Dieses. Das ist das Rot-Schwarze jetzt. Ui. Kannst ihn direkt töten übrigens, ne? Ja, da hast du vollkommen recht. Das tun wir auch mal direkt. Immer noch kein blaues Mana? Das könnte dein Tod sein. Hier sieht man, der Spieler einer Wahl wirft deine Karte ab. Mhm. Die Hackakrobate. Ja, und wir ziehen natürlich jetzt nichts. Jetzt wird's übel. Das ist ein Planeswalker. Ich hätte auf die Kari hören sollen, liebe Zuschauer. Tja. Ein blaues Mana, na also. Jetzt musst du gucken, wie du es einsetzt. Ja, wir machen jetzt natürlich Rals Wutbruch. Schöner Zauber, ihr seht. Zwei nimmt man, einen auf die Hand, einen auf den Friedhof. Natürlich direkt das Doppelmanna geholt. Ja, klar. So, erstmal eine Einheit. Ich hätte das andere Mana erstmal gespielt. Nee, wir haben dadurch jetzt. Wir können jetzt nicht mehr viel zaubern. Wir hatten ja kein freies Blaues mehr. Du hast eins auf der Hand. Ja, aber. Nee. Okay, ihr lieben Zuschauer. Da sieht man, dass Kari da ein bisschen erfahrener ist in diesen Dingern. Und da kommt Liliana, die hasse ich sehr. Wegen der Viererfähigkeit. Ja, jetzt wird's übel. Das war es schon vorher, dass es übel wird. So, der Augen.
sofort einsetzen, würde ich sagen. Not today, Death. Okay. Katalyse, man darf sie halt jetzt aus dem Friedhof nochmal wirken. Dann landet sie halt allerdings in... Okay, definitiv ein nahezu reines Planeswalker-Deck. Ja, und Aufruhr, ne? Das sieht man hier dran. Have you seen my hair? Au. What a glow up. Problem ist, wie kommt man gegen so eine Planeswalker-Reihe an? Eigentlich bin ich jetzt schon zu sehr im Hintertreffen. Ich würde mal sagen, guck mal, ob du jetzt noch was Gutes fällst, nur ziehst. Wenn nicht, gib auf. Was? Aber ihr habt gesehen, ich muss halt Länder spielen, deswegen werde ich natürlich noch versuchen, ein, zwei Länder rauszubringen. Okay. Quest, das ist ja das Schöne. Aber langsam wird es halt sehr, sehr schwer für mich. Du überlebst noch genau eine Runde. Und das war's natürlich jetzt. Jetzt bin ich tot. Nächste Runde. Und deswegen gehe ich jetzt raus. Keine Angriffe. Ihr seht, ich habe mein Spiel. Sage gutes Spiel. Und bin draußen. Das Deck ist sehr kompliziert, finde ich. Aber sehr interessant. Auf jeden Fall. Ein Rang verloren. Nein. Das ist egal, darum spiele ich ja nicht. Ich spiele darum, auch Spaß zu haben und mit euch zu zeigen das. Und deswegen spielen wir dieses Deck jetzt noch einmal, weil es hat mal einen Elan gepackt. Ich brauche 5, 6, 7 Länder noch, weil ich kann die nächsten Tage leider nicht spielen. Deswegen möchte ich die Slots frei haben. Man kriegt jeden Tag einen freien Slot um. Deswegen, 2 Tage kann ich nicht spielen, eine Quest muss ich noch wegspielen, dann habe ich wieder 3 Quests in 3 Tagen. Das ist halt schade, wenn man nicht kann, aber ist halt zeitlich nicht immer möglich, ne? Jetzt hast du zumindest schon mal gemischt Land auf der Hand. Das ist sehr gut. Ich würde mit Rot anfangen. Damit ich einen Blitz im Notfall wirken kann, wenn irgendwas genau zu Gefährliches kommt. Schönes Deckfarbendeck, was er hat. Schwarz-Weiß. Okay. Jetzt kommt der Gildeneingang als nächstes. Warum nicht radikale Idee, würdet ihr euch jetzt fragen? Da ziehe ich mir zu viel und nachher habe ich zu viel auf der Hand. Tja. Jetzt kann ich radikale Idee spielen, weil ich jetzt eine Karte kriege. Und noch ein Land. Ich würde mal sagen, schadet nicht. Das war gerade dein Problem. Naja, klar war das mein Problem. Und jetzt habe ich natürlich auch die richtig guten auf der Hand. Die hasse ich. Was hast du nicht? Flauschige Kanickel? Tschüss. Der ist genauso stark, wie ich im Friedhof habe. Ah, scheiße. Okay. Naja, es ist halt Zauber gegen Zauber gerade, ne? Wieder eine Mitleidsbringerin. So, jetzt kann die nicht viel machen. Radikale Idee aus dem Friedhof spielen mit der Katalyse. Mist, wieso, was brauche ich denn dafür? Warum klappt das nicht? Liest du doch durch, was Katalyse heißt. Abbrechen. Ah, da kam gerade der Tooltip. Ich muss noch eine Karte aus der Hand abwerfen. Mhm. Ich würde ja sagen, ein Land. Dass du da wieder gekriegt hast. Wuhu. Das ist ja ganz spitze.
So, da kommt jetzt ein Drache. Der nicht neutralisiert werden kann. Beim Zorn. Hübsch. Ah, ein Seelenwanderungsdeck zum Teil. Okay. Warum macht er das? Er hat kein Mana. Das ist dumm. Er hat zwei Mana. Deshalb verstehe ich es ja nicht. Er opfert die und hat Todesberührung. Ja, klar. Das war mein dummer Fehler. Okay. Gut, er greift jetzt natürlich mit den Fliegern an, war ja klar. Was bringt das, was du jetzt gerade gespielt hast? Der Zauber bedeutet, ich kopiere jeden Zauber, den ich mache. Jede Hexerei. Und kann nochmal zusätzliche Sachen. Das bedeutet, wenn ich einen Zauber spiele, spiele ich ihn zweimal. Au. Ich würde nicht angreifen. Nö, weil er dann auf Todesberührung umschaltet. Ja, klar. Das ist leider so, er so lange Karten hat und opfern kann, ist das schlecht für mich. Ich habe auch zuerst überlegt, ob ich die Elektro-Dominanz nutze. Was bringt auch nichts. Besonders mit dem Flieger ärgert mich natürlich, liebe Zuschauer, dass ich so einen dummen Anfängerfehler gemacht habe. Tja, wir warten ab. Der murmelnde Mystiker. Okay. So, jetzt fangen wir mal an. Ziehe. Zwei Karten. Und ihr seht, ich habe einen Vogel bekommen. Chilp, Chilp. Dass die Luft gegen den 4-4er gehen kann, ne? Mhm. Ich hätte doch eigentlich jetzt... Ah, nicht nur bei spontan. Doch, hätte eigentlich wirken müssen. Was war das denn gerade? Schicke eine Karte ins Exil. Okay. Tja, was machen wir jetzt? Wir warten. Wir warten ab und hoffen. Mit ihm hier können wir zwei Kreaturen von ihm töten. Für die Kosten von... Die 2-1er könnte ich töten für die Kosten für 3 Mana. Die 2er könnte ich töten für die Kosten von 4. Das war sehr klug von ihm. Aber jetzt kann ich ihn aufhalten. Hier zusätzlich zu den 2. Ihr seht hier 3, 4, 5, 6. Ich mache 6.
Müsste ich einen zweiten auswählen dürfen? Ich verstehe diese Karte leider, liebe Zuschauer, noch nicht. Ich muss sie mir genau mal überlegen und genauer durchlesen. Ich habe jetzt vermutet, dass ich damit zwei Toten töten hätte können. Mutmaßlich nur dann, wenn sie dasselbe gekostet hätten. Das kann sein. Das wäre jetzt mutmaßlich ein Overkill gewesen. Aber hey, zumindest hast du ihm den dicken Flieger weggehauen. Das ist jetzt gut. Jetzt müsste ich es ja können, zweimal. Er muss das kriegen. Ich verstehe es nicht. Kopiere sie auf einen anderen. Ja, du musst verrechnen. Dazu musst du abwerfen. Den hat er jetzt kopiert. Na. Nein, 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 er hat Unzerstörbarkeit. Das kannst du erst nächste Runde machen, wenn er nichts anderes draußen hat. Danke sehr. Bitte sehr, jetzt kannst du es machen. Eine Hexerei kann ich nicht machen, kann ich nur in meinem Zug machen. Ja, aber er hat halt keine zweite Kreatur draußen, das heißt, er kann dir keine Unzerstörbarkeit geben. Tschüss. Und jetzt stirb! Na, wir wissen es noch nicht. Das ist ein sehr hartes Deck. Ich glaube nicht, dass die Karte nur einmal drin ist. Aber diesmal haben wir den Vorteil. Wir hätten es nicht gedacht, liebe Zuschauer, dass wir es kommen. Aber dank Karis beherztem Eingreifen. Ich tue, was ich kann. Sind halt nur 4 Schaden, die wir ihm immer machen. Ja, aber immerhin, ne? Im Moment kann er sich nicht wehren. Er hat mutmaßlich gerade Ziehpech und zieht nur noch Land. Genauso wie du, aber oder du hast wenigstens Kreaturen draußen. Verstärkungskarten. Die ihm nichts bringen, weil er keine Kreatur draußen hat. Möp. Das war eine Kreatur. Guck mal, die Augen, die auf dem Karten. Mir gerade erst mal so aufgefallen. Übrigens, klick mal auf seinen Kartenstapel. Da kannst du das besser sehen. Klick mal. Siehst du? Aha. Dafür darf er eine Karte ziehen. Okay, eine Kreatur. Mit Seelenwanderung. Damit fliege ich nur noch drüber. Oh, dann dauert es halt jetzt noch 9 Runden, ne? Naja, 10 Runden, wenn wir die eine mitrechnen, aber ich hoffe, dass da noch irgendwas kommt. Nein. Hätten wir nicht sagen dürfen, oder? Nee, nicht wirklich. Er hat noch 35. Ich habe noch 26. Den Sturm kapiere ich immer noch nicht richtig. Hätte jetzt gerade wieder einen ins Exil geschickt. Und Ziehpech. Ja, viel kann da ja nicht mehr ein Land im Deck sein, oder? Jetzt sind das 16. 24 ist Standard. Also kann ich jetzt noch 8 Runden Land ziehen, ja? Ja. Schön. Aber nee, das geht, glaube ich, nicht. Ich habe nämlich ein Land auf dem Friedhof. Und da kommt doch wieder ein Flieger. Lebenswiedergabe, das war so klar. Und ich hätte noch ein Land abwerfen, eine Karte abwerfen müssen, nicht was auf der Hand behalten. Ah, töte ihn! Na,
wenigstens sind jetzt die Glockenschwingen-Dinge weg. Ach, Seuchenseher. Wirks. Ja, auch. Okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Nummer 3 davon. Die Zuschauer noch 8 Runden, wenn wir Glück haben. Ich muss sagen, ich würde dann irgendwann einen All-In-Angriff machen, ne? Was hast du diesmal? Ein Ziel meiner Wahl, X-Karten. Dann machen wir noch Explosion. Welches Ziel? Da kann ich ihn doch auch wählen, glaube ich. Ja, natürlich. Ziel deiner Wahl. 10. Ah, jetzt habe ich das verstanden, liebe Zuschauer. Wert für X. Kreatur, ein Planeswalker als Ziel. Oder ein Spieler. Und dann nochmal ein Spieler. Kannst du nochmal. Alter Falter. Wow. Liebe Zuschauer, das finde ich krass. Da hast du auch direkt deinen Rang wieder. Sehr gut. So, liebe Zuschauer. Doch wie das weitergeht, zeigen wir es echt wieder in ein paar Tagen. Sonst ist das für die anderen Zuschauer, die andere Dinge auf unserem Kanal lieben, natürlich nicht so schön. Aber ich freue mich wieder, Magic mit euch spielen zu können. Und Trasar, es tut mir echt leid, dass ich da nicht die Zeit hatte wegen Arbeit und anderen Dingen. Aber ich werde auf jeden Fall auf dich die nächste Zeit zukommen, dass ich mal gegen dich spiele. Vielleicht können wir es auch den Leuten dann zeigen. Danke sehr, wünscht euer Zartuna. Und eure Kari. Bis zum nächsten Mal. Ciao.